Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute grillen wir und es gibt Frikadellen mit Kartoffelsalat. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich das zubereite, dann bleibt dran. Das sind die Zutaten für die Frikadellen. Ich habe 1 Kilo gemischtes Hack und zwar Lamm-Rind gemischt 50-50 mit einem 25%igen Fettanteil. Dann habe ich 3 Toastbrotscheiben, die ich ein bisschen in lauwarmer Milch eingeweicht habe, 2 Eier, 2 kleingeschnittene Zwiebeln, Pfeffer, Knoblauchzehen, Salz, Kumin, Petersilie, Thymian und Chiliflocken. Und jetzt können wir auch schon loslegen. Fast hätte ich meine Lieblingszutat vergessen, und zwar Senf. Der muss unbedingt noch da rein, der gibt wunderbaren Geschmack. So, jetzt habe ich es schon 5 Minuten geknetet, jetzt kommt noch die Petersilie dazu. Ich hatte leider nur Tiefkühlpetersilie, ich habe versäumt frische zu kaufen, aber das wird auch funktionieren. Also kommt hier so ein bisschen Petersilie dazu. Und weiter kneten. Ist jetzt fertig. Ich kann jetzt anfangen, die Frikadellen zu formen. Dafür habe ich mir eine kleine Schale mit lauwarmem Wasser bereitgestellt. Und ich mache das immer so. Ich mache meine Hände ein bisschen nass. Und dann nehme ich mir so die Menge, die ich will. So müsst ihr halt mal gucken, wie groß ihr die Frikadellen möchtet. Ich rolle das dann immer noch mal so ein bisschen in der Hand. Und mache die am liebsten ein bisschen länglich. Meine Hand immer zwischenzeitlich ein bisschen feuchten. So, in dieser Größe. Und dann drücke ich immer noch so ein bisschen platt, weil die ziehen sich beim Grillen ja auch noch ein bisschen zusammen. So, ungefähr so dick. Und so sehen die aus. Und jetzt werde ich die restlichen alle formen. So, ich habe jetzt schon ganz viele Frikadellen geformt und die andere Hälfte will ich schärfer machen, weil mein Mann und mein Sohn, die mögen es gerne sehr, sehr scharf. So, jetzt geht es aber los. Jetzt kommen Chiliflocken darauf. Dann nochmal Isot, das sind nochmal geröstete Chiliflocken, davon auch nochmal 2 Löffelchen. Und dann habe ich hier noch Cayennepfeffer und zwar sehr scharfen, davon kommt dann auch nochmal ein bisschen dazu. Da gebe ich auch nochmal 2 Löffel dazu. So, das wird feurig. Das werde ich jetzt auch nochmal kneten und dann werde ich da auch nochmal Frikadellen draus formen. Die scharfen Frikadellen, die forme ich ein bisschen anders. Die mache ich etwas kleiner und etwas runder, damit ich sie später unterscheiden kann. Und zwar mache ich so etwas kleinere Formen, so in dieser Art. Für den Kartoffelsalat habe ich 1,5 Kilo Kartoffeln gekocht, abgepellt und in Scheiben geschnitten. Dann habe ich 10 bis 12 kleine Gewürzgurken, ganz klein geschnitten, in kleine Würfel. So. Dann eine ganz fein geschnittene kleine rote Zwiebel, 1 Esslöffel Senf, 400 Gramm Mayonnaise und 200 Gramm griechischer Joghurt. Und hier habe ich noch so ein bisschen von der Gewürzgurkenflüssigkeit. Und abgeschmeckt wird es dann auch noch mit Salz und Pfeffer. So, der Kartoffelsalat ist jetzt auch fertig, den werde ich jetzt bedecken und dann kann der auch noch mal ziehen, bis wir grillen.
Das leckere Pesto aus gerösteten Paprika habe ich gestern schon vorbereitet. Das ist auch fertig zum Grillen. So, die leckeren Frikadellen und der Kartoffelsalat sind jetzt fertig. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.